Ja, es ist total coole Atmosphäre hier. Mein Monaco ist natürlich ein wahnsinniger Rahmen für den Start der WRC in diesem Jahr. Und man merkt natürlich auch die Rennsportbegeisterung der Menschen, die hier leben und natürlich auch der, die hierher gekommen sind. Und das ist natürlich auch ziemlich beeindruckend, was die Fahrer hier so zeigen. Ja, die Drohnen mit ihren Möglichkeiten bringen natürlich für viele Sportarten ganz spannende neue Einblicke, ne? Wenn man neue Perspektiven hat, neue Kamerawinkel hat. Man kann ganz anders auf Sportarten drauf gucken, nämlich in der Regel von oben und trotzdem nah dran. Und das ist natürlich gerade auch für den Rallye-Sport spannend. Das sind natürlich Möglichkeiten, die es eben vor ein paar Jahren noch nicht gab. Das Coole hier ist, dass man den Fahrern und den Autos ja nahe kommen kann. Ne? Das ist ja bei einer Rallye sonst ein bisschen anders. Ne? Da sind die ja wirklich dann immer irgendwo unterwegs und man kommt selten so ganz nah ran oder wenn, dann nur mal kurz. Aber hier kann man sie natürlich wirklich hautnah erleben, die Fahrer kennenlernen, mit denen quatschen. Und das ist natürlich cool, dass es einfach anfassbar ist. Ne?